Asche werdet ihr dann alle heigen. Gucci raucht wieder grünes. Alle fragen, wer der Typ ist. Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mal wieder bei einem Musikvideo mitgemacht und diesmal war es das Musikvideo vom guten Danergy. Ich muss zugeben, da war es jetzt nicht so ausschlaggebend wie in den anderen beiden Musikvideos, zu denen ich schon mal so ein ähnliches Video gemacht habe. Dieses Video ist auch genauso geil, eigentlich ohne meine Effekte gewesen. Und ich werde auch noch genau mit dieser Technik, also mit diesem Scribble-Effekt, wieder so ein bisschen das Musikvideo auf den Arm nehmen. Das heißt, ich werde einfach so reinkritzeln in das Musikvideo, aber nicht jetzt so, wie ich es gemacht habe, um das Musikvideo ein bisschen cooler zu machen, sondern so ähnlich wie wenn jetzt jemand in eine Zeitung reinkritzelt und Schnurrbärte und was weiß ich, irgendwelche komischen Frisuren rein. Macht. Genauso werde ich das auch bei dem machen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ich eigentlich bei dem Musikvideo gemacht habe. Genau, dieses weiße Kritzel, das habe ich drauf gemacht. Das Ganze war tatsächlich ziemlich aufwendig und ihr denkt euch jetzt bestimmt, hä, wie hat er denn das mit einer Maus gemacht? Habe ich natürlich nicht mit einer Maus gemacht. Das Ganze habe ich mit einem sogenannten Graphic-Tablet gemacht. Da ist einfach so ein Brett und da kann man jetzt mit so einem elektronischen Stift draufmalen. Ich verlinke euch das Graphic-Tablet mal in der Videobeschreibung. Vielleicht will sich da jemand von euch angucken. Übel geiler Track, also ich finde ihn echt richtig dope. Der hat so einen richtig bösen Flow einfach und passt übergeil in diese Rolle vom Grinch rein. Was ich selber ziemlich geil finde, sind diese Zähne, die ihr gerade seht im Hintergrund. Die verleihen dem Ganzen einfach noch so ein bisschen einen bösen Look, was einfach total geil dazu passt, wie ich finde. Hier gerade auf jeden Fall nochmal die Flamme und die Rakete von Team Will und Team Bro, die sich Danergy extra nochmal gewünscht hat. Auf jeden Fall eine ultra geile Idee von ihm. Hier ist gerade der Tannenbaum und immer wenn er sowas sagt, kommt noch so ein Ding raus. Hier auf dem Beat immer so Umrandungen gezogen. Zeit, sein Gesicht zu verunstalten. Ich denke, ich mal ihm ein. Aber davor machen wir erstmal einen Schnauze, um ihn ein bisschen aufzuhübschen. So, zack. Hier noch ein kleines Monokel ran und man muss einfach sagen, der Typ hat jetzt einfach viel mehr Klasse. Und das mache ich jetzt Bild für Bild für die komplette Szene. Fertig, das hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert, also unglaublich lang. Wir gucken uns das mal an, wie der Mann mit Klasse dann aussieht. Also ihr seht, es ist ein ultra kurzer Clip, aber mega witzig schon. Genau auf diese gleiche Art und Weise werde ich jetzt auch das Musikvideo weitermachen. Was ich ansonsten noch so im Video unterbringen könnte, wäre so eine Piratenklappe, vielleicht so ein Herz, so I Love Christmas oder sowas drauf. Oder eine geile Monobraue, was natürlich der Klassiker ist. Die Stelle bietet sich doch jetzt perfekt an für eine coole Harry Potter Brille. Die steht doch dem guten Grinch auf jeden Fall perfekt. So, das ist einmal einfach so ein Kreis. Hier noch so ein Kreis. Dann zack. Dann hier noch eine schicke Narbe oben drauf und fertig ist Harry Potter. Und das mache ich jetzt wieder für den kompletten Shot. Oh yeah! Alle fragen, wer der Typ ist. Sieht auf jeden Fall geil aus, vor allem hier so, wenn er sich dreht mit der Brille. Also ich bin happy. So langsam wird das Video so, wie es wirklich sein hätte sollen. Spaß. Also, hier braucht er auf jeden Fall eine geile Fliege, damit sein Style, wisst ihr, er muss einfach zur Geltung kommen. Jetzt pass mal auf, zack, da haben wir so ein Ding und perfekte Fliege, Alter. Die animieren wir jetzt komplett durch. Ja, Mann, langsam wird das Video auf jeden Fall echt besser. Er soll ja nicht so böse sein, so wie er da ist, sondern ein bisschen mehr Style, ein bisschen mehr Ordnung, wisst ihr. Da musste man auf jeden Fall noch einiges dran machen. So, was könnte man hier machen? Ist der überhaupt hier angeschnallt, Leute? Der ist hier nicht mal angeschnallt. Also, hier könnte man auf jeden Fall einen guten Pirat aus ihm draus machen. Hier. So, die muss ja ganz ausgefüllt sein. Da fehlt jetzt auf jeden Fall noch eine gute Narbe, sonst ist es ja kein echter Pirat. So, als Pirat gefällt mir schon deutlich besser. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Klassiker, und zwar der Penis auf die Backe. Let's go. So, nochmal an der Stelle. Ich meine das natürlich nicht als Diss gegenüber Danergy. Danergy ist ein mega korrekter Kerl und ich bin mir sicher, er versteht das. Ich will hier einfach nur ein bisschen Spaß haben mit dem Filmmaterial. Das Video ist natürlich auch ohne meine Effekte ultra geil gewesen und ich erlaube mir einfach nur den Spaß, ein bisschen drüber zu kritzeln, wie bei irgendeiner Zeitschrift oder so. So, damit sind wir auch fertig und ich denke, wir konnten das um einiges verbessern, das Musikvideo nochmal. Hier sehen wir auch nur das schöne Monokel, dann hier die kleine Hommage an Waititi, hier einen Harry Potter natürlich, hier auf jeden Fall die geile Fliege und hier den Piraten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen sogar was lernen. Guckt euch auf jeden Fall das Video von Danergy an, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt auch mal bei mir bei Twitch rein, da werde ich in Zukunft regelmäßiger streamen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich sowas ähnliches auch schon mit dem Musikvideo von Standardskill und Rewe gemacht habe, dann guckt in die Videobeschreibung, da habe ich das euch verlinkt. Und wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.